Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Wir haben, ja, Burg Ulun umstellt und warten, bis die es ein bisschen eingenommen haben, weil wir scheinbar recht fest auf die Kappe bekommen, weil wir als Einzige angreifen. Nein, wir haben nur 1052 Krieger sonst noch dabei von den anderen Vasallen, hä? Nein, aber müssen alleine kämpfen, deshalb tun wir das einfach mal ringsum beschützen. Und ja, schauen mal, ob wir Burg Ulun einnehmen können mit 1000 Leuten. Ich glaube kaum. Aber eventuell geht's ja. So. Jetzt wird's wieder Tag. Gut. So schnell wieder Tag. Heftig. Es passiert nichts. Ja, wir haben ja gespeichert. Komm, versuchen wir es nochmal. Los, sofort angreifen. Aber bitte ohne Verluste. Sind immer noch so viel? Was ist denn los? Dann müssen wir wieder laden. Ich kann nicht drauf. Wir müssen das einfach besser machen. Los, Leute, ihr müsst... Ja, ihr müsst es bewegen, genau. Ob nicht nur auf einer Seite, oder? Bewegt sich das automatisch, stimmt. Das bewegt sich ja automatisch, das geht mal gar nicht. Da muss ich die lieber mal ein bisschen helfen, hä? Aber wie soll ich jetzt da am besten treffen? Ja, einen haben wir getroffen. Nicht? War das ein Schild? Wir sind viel näher ran. Ja, vielleicht hätten wir das lieber noch warten sollen mit dem Angreifen, aber steht gerade niemand. Deshalb. Ja, schieß doch noch weiter daneben. Es geht nicht. Die Schäden sind im Wege. Lebt die Bogenschießen abknallen, wenn man es könnte. Vorwärts jetzt. Hey, ich treffe nicht. Der Pfeil geht direkt zu ihm. Keine Pfeile mehr. Ja, also das Voranpreschen geht nicht. Die anderen tun mich so behindern, dass es nicht geht. Also müssen wir probieren, das irgendwie hinzukriegen, aber von hinten. Wir kraxeln einfach die Mauern hoch. Ach Leute. Chamira ist dort noch. Bunduk ist auch noch hier. Gut. Bunduk tötet alle. Los, vernichten. Wer ist denn das dort? Graf Clays. Swadische Armbrustschütze ist noch bewusstlos. Oh, Jeremus. Hat er jetzt den Bonus noch? Wahrscheinlich schon. Kampf wird doch das nicht gewechselt. Also. Dann gehen wir als letztes. Sonst sind ja nur noch die Bogenschützen hier unten. Eine. Okay. Wir vernichten sie. Ist das mein Waffenknecht? Oh je. Alle sterben. Es sind zu viele. Sie hacken. Scheinbar schon. Wie sagen sie, ja, jetzt töten wir mal wieder ein bisschen. Neue Feinde sind eingetroffen. Wieder von innen, okay. Ja,
Das geht natürlich nicht so gut. Ich werde wahrscheinlich auch sterben bei so viel. Schaut euch mal das an. So heftigst. Toll, müssen wir wieder laden. Das ist ja toll. Boah, der hat einen Speer richtig in den in das Auge gedrückt bekommen. Ist nicht so gut. Aber die sind auch starke Panzer, deshalb. Schaut euch mal an, diesen. Nur leichte Sachen. Nein, Bunduk, wieso? Okay, wir haben es erfahren. Ah, Verstärkung, immerhin. Hey, ich dachte schon, wir hätten keine Verstärkung mehr. Also gehen wir wieder runter, weil die ja kommen. Und die uns nur aufhalten, oder wir sie aufhalten. Ja, aber es war der Schritt, nicht alleine gehen. Warten. Los, los! Hopp, hopp! Feind ist nach wieder auf eingetroffen. Okay. Wie viele haben die? So Wahnsinn. Voll der Samurai. Krummsäbel. Ah, ist das nett. Sieht das nett aus, hä? Aber schieß bitte nicht in mich rein, gell? Er kann durch mich schießen, aha. Okay. Ja, du kannst auch kegeln, die sind einfach viel zu stark. Überall Zweihandwaffen und boah, schlecht balanciert. Naja. Ja, genau, schieb dich mal ein bisschen durch die Mauer. Vielleicht hacken, ja. Vielleicht ist es ein Hack vom Spiel selber. Genau. Bogen ist auch nicht so ganz bequem in den Rücken reingeschoben. Also los jetzt. Vorwärts. Wir haben hier eigene Truppen, die dürfen nicht sterben. Das sehe ich hier noch eine Klingenschwester. Die darf nicht sterben, wir müssen sie beschützen. Voll krass, ey. Wir werden alle sterben, weil sich alle in sich reinschieben, wie die... Mann. Ja, nochmal Verstärkung, ey. Nicht mehr viele, jetzt gehe ich nach vorne irgendwie. Boah, alle töten, die töten alle von uns. Mit Pfeilen. Jetzt sind sie dann bald tot. Nichts mehr. Also schauen wir mal, wie viele Verluste wir haben. Also von uns in einer... Boy, so laut. Ich schiebe jetzt auch mich ein bisschen hinein, ich bin noch ein Töten. Ja, ich sterbe selber. Mega viel Schaden erlitten. 6 Schaden erlitten. Oh, ich sterbe. Los,
Vorwärts. Es ist nur noch eine und die sterben. Oh, es ist hinten noch eine. Ja. Los, vorwärts. Tötet ihn doch. Was ist denn so schwer? Nordhuskarl hat getötet. Ich glaube kaum, das ist einer von den anderen. Das ist einer von uns. Ah, da innen sind auch noch. Deshalb. Ah, easy. Wir gehen einfach mal nach rechts. Was haben wir denn hier? Keine Sicht. Nichts mehr sonst. Boah, hey, das ist ja Wahnsinn. Krass. Gehen wir nach oben und schauen runter. Boah, das geht ja gar nicht. Ah, jetzt ist... Nein, noch nicht ganz. Na? Da unten, aha. Schnell zählen. Genau, tötet alle. Ich töte alle. Monika, Monika, Monika. Boah. Können ja nichts mehr töten. Da unten ist noch einer. Kriegt denn das nicht zusammen? Ja. Drei Schaden erlitten. Krass. Verwundet, verwundet. Ein Waffenknecht getötet. Ein Landsknecht. Kavallerie. Ein Sklavenaufseher. Drei getötet. Das nehmen wir an. Gut, aber jetzt habe ich nichts bekommen. Ich bekomme nicht mal etwas, wenn ich so wenig töte. Deglan. Nun da, Monika Basler. Ich werde nicht vergessen, wie wir zusammen Burg Ulun einnahmen. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Burg Ulun, Mirchaut. Ja, ja. Ich will nicht meinem Schätzen geben, weil sonst verliert er da. Die Burg sehr schnell. Ne, nach Feluca. Wen wollen wir sonst noch anreden? Der Berenz. Haringot gegen die Seite. Berenz ist so weit weg. Dann Grainwatz. Ja, Ulun. Ich supporte du. Ich support du. Das ist krass. Wenn so hoch, also so gute Kollegen sind. Die anderen Angelegenheiten nicht vergessen, die zwischen uns liegen. Graf Melter. Ja, Graf Claes, ich möchte gerne dich noch ein bisschen wieder supporten, also... Boah, 192 Erfahrung. Ich möchte Charaktere Claes, Graf Claes. Kontroverse 0. Ansehen, Alter 50. Ja, aber ich sehe nicht, was du für eine Beliebtheit hast. Lager? Nein, Berichte. Da. Lords, genau. Clays. Minus 9, genau. Wir haben ja relativ schlecht getan. Ja, aber ich möchte eigentlich ja zu
dem Anführer, also zum Vasall. Du kannst keine Entscheidung fällen. Deglan. Burg Ulun ist ja gar nicht weggegangen. Kann schon sein, dass er nicht weggegangen ist. Michaud, du, komm schon. Was hast du so zu erzählen? Ja, ich selbst. Ich support ich selbst. Gut. Ah ja, das wird heftig. Bist du hier drin? Du Schlafmütze. Bist nicht hier drin. Was bist denn sonst? Gehen wir mal nach Halma. Ah, da sind noch ein paar hingeritten. Okay, dann gehe ich mal zu ihm. Hä? Vielleicht bei Halma. Hm. Dann gehen wir mal noch zu unserem Dorf. Haringot, Dustum Khan. Tja, das ist nicht so gut. Ich möchte eigentlich ihn haben. Heller da. Ist doch in der Nähe. Dann ist er weiter. Oh, ich will kurz schnell die Schenke. Unbedingt. Da ist ja nichts. Tja, wir haben viel Fraß verloren. Hm. Okay, 42 Brot, dann nehmen wir 2. Okay, Heller da. Ich glaube, die Kanatkegels haben jetzt noch mehr Stress und wollen noch mehr unser Dorf Ding zerstören, verheeren. Deshalb müssen wir da schauen. Hamburg Schützen voran. Okay. Da. Naja, sieht eben noch nicht so gut aus. Ich möchte gerne die Quest beenden. Aber nein, wenn das so ist. Gut. Ja, das sehen wir, dass die Leute hier durchgegangen sind. Da. Meltor Deglan. Also. Ja, jetzt ist Khanat Kegid richtig kaputt. Ich glaube, die werden sich so schnell nicht mehr erholen. Weil ja, Saladnatische Sultanat noch. Recht Ding. Hey, Deglan, Herr Devlian. Ja, ich habe ihn besiegt. Mirchaut, ja, haben wir schon gegeben, die... Ja, aber ist doch privat. Gut, dann haben wir nichts mit ihm zu reden. Schade. Wir hätten uns so lauern können. So richtig lauern. Ah. Also ich habe das nicht mehr. Keine Quest mehr. Gut, dann habe ich da ab. Banditen versteckt. Müssen wir auch noch. Gut. Sibitin. Okay, wir haben 20 Minuten. Könnte sein, dass wieder das Dorf angegriffen wird, wenn man es wieder verlässt, wegen dem Beta-Banditenlager. Deshalb müssen wir noch ein bisschen schauen. Aber haben die so gute KI, dass sie mich folgen irgendwie? Ich glaube eher nicht.
unser Dorf bleibt beschützt. Wir werden auf jeden Fall noch speichern. Dorf. Ja, Dorf retten wir schon. Gut. Jetzt müssen wir es zwar nicht mehr retten, stimmt. Oh. Unria wurde. Ja, nein, ich nach Sudutske gehe ich jetzt nicht mehr. Keine Chance. Und die Burgen sind sowieso nie mit Ding. Noch 20 Tage. Die Burgen sind sowieso nicht mit Turnieren. Danke, habt ihr nicht eine andere Quest? Ey, hier. Ich hau dich mal ein bisschen. Ja, ist immer noch nichts zu sehen von unserem... von unserer Mühle, hä? Ah, kauft Vorräte. 36 Brot, Trauben, Öl. Boah, so viel. So teuer das Öl. Ob gut, dass wir Öl herstellen, hä? Vielleicht könnten wir doch mal in der Luca ein Ding bauen. Okay, sagen die Sultanat Tribion. Wie geht's denn dir? Du Arm. Sicher, ja. Die haben alle so Truppenprobleme. Deshalb geben sie immer nur diese Quest. Oh je, die Armen, hä? So arme Leute von Rotox. Gut. Wo haben wir jetzt dieses blöde Banditenlager? Was ist mit Reichsinn? Kenne ich euch? Uvran und Dunma. Ihr könnt euch nicht alle besiegen. Ich glaube, wir haben schon lange Waffenstillstand, also bitte, seid auf der Spur. Ja, wir müssen irgendwo hier... Ah ja, ich möchte das Dorf mal kurz anschauen. Das war ja damals eines meiner Dörfchen. Ich glaube, in Floys Mod oder in einem anderen Mod. Ja, ist relativ schön, hä? Der hat schon eine Mühle. Krass. Noch kurz anreden wegen Vorräte. Ein 78er Brot. Nein, danke. Mein Appetit ist verdorben. Gebt mir jetzt mal dieses Banditenlager, bitte. Es gibt überhaupt keine Banditen hier. Und es ist Nacht. Das ist noch schlimmer. Die Truppen sehen überhaupt nichts in der Nacht. Ist ja realistisch. Aber holt mal Lampen bitte. Und stellt sie überall auf. Dann sehen wir etwas. Vielleicht in Punguntur. Baguntur. Rochabad. Da oben? Nö. Rochabad. Er kommt sogar zu mir. Oh, bist ein Armer. Er hat schon wieder... Er will immer Krieg, es passt ihm immer irgendwas nicht. Ist ja schlimm. Graf Deglan hat's bekommen, oh Gott. Jetzt hat er noch mehr zu tun. Ich glaube, das ist der schlechteste Marschall, den es gibt. Ich schenke Besuch. Ja,
Lösegeld vermittle, aber wir haben ja nichts. Ein Langschwert. 38er Brot. Nehmen wir. Ja. Banditenlager suchen, ne? Und Salam ist es wahrscheinlich auch nicht. Ich denke eher so bei Jay Kyler hinten. Man kann nirgendwo fragen nach Banditen, oder? Vielleicht ist es sogar irgendwo ganz anders. Was steht denn? Gebirgsbanditen, also kann es nicht bei Praven sein. Wir werden schon finden, aber brauchen halt Geduld. Aber muss das nicht bei Svarien sein? Irgendwie ist das fällig. Es kann manchmal auch bei Jalen hinten sein, glaube ich. Naja, irgendwann finden wir es schon. Wir müssen nur Banditen sehen. Sonst ist es ja nicht so gut. Okay, wieder Geld verloren natürlich. Wir müssen endlich mal wieder Geld verdienen. Da ist mal ein Bandit. Vielleicht ist es hier irgendwo. Da, endlich, ey. So weit hinten. Ja, wir brauchen einen anderen Krieg. Das ist wichtig. Ja, nicht abwehren. Ich hab doch getroffen. Ja. Komm, wir vergessen das mit dem Bogen. Und stufen ihn noch ein bisschen mehr auf, bis wir sicher sind, dass wir treffen. Also ja, scheiße, so ein Bogen. Wir hätten das viel besser machen können. Ich hoffe, in Bannerlords wird es dann viel besser. Da bin ich zuversichtlich. Prima, da haben wir auch noch einen. Noch einen kommt. Mit dem Hammer. Hallo Hammerträger. Hi. Da oben scheint noch einer zu sein. Sie mit dem alten, die paar Dicke, die wir hatten. Ja, okay. Gut, wenigstens Loot. Nein, nicht so. Also wir werden jetzt mal nichts aufstufen eine Zeit lang, sonst haben wir wirklich da noch Probleme. Und ja, gehen zu Halle aus, Hallhaus. Gut, aber das nächste Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.